Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten Film von Thalassemie in 2020. Heute geht es um die besondere Herausforderung für Jugendliche mit Beta-Thalassemie Major. Denn die Jugend ist für die meisten Betroffenen die schwierigste Phase im Leben. Denkt daran zu abonnieren, wenn euch der Film gefallen hat. Als Teenager vergleicht man sich ja eh und dann sieht man eben, andere sind schon weiter, auch in der körperlichen Entwicklung oder haben vielleicht irgendwo nicht so ein schweres Leben. Dann kam natürlich die Pubertät, wo man auch so Zweifel hat, ob das alles so sein muss und ob man das auch irgendwie für immer so durchsteht. Da ist die Pubertät immer so eine schwierige Zeit für alle. Für Ärzte, Eltern und Patienten. Und wir wissen eigentlich, dass in der Pubertät das immer nicht so richtig gut klappt. Bei Jugendlichen beginnt es dann so, dass die vor allen Dingen in der Woche vor den Transfusionen bei so einem dreiwöchentlichen Abstand doch merken, dass sie wesentlich abgeschlagener sind, weniger leistungsfähig, weil dann der Hämoglobinwert schon wieder abfällt vor der nächsten Transfusion. Jugendliche Patienten mit einer chronischen Erkrankung haben in der Pubertät immer große Probleme. Das ist die Zeit, da will man so sein wie seine Peer Group und da möchte man nicht eine Krankheit haben und da möchte man nicht besonders sein. Andere sind besser, andere sind stärker, andere sind größer, andere haben schon einen Bart und andere haben schon Muskeln und ich bin noch so klein und zierlich. Oder das sind nämlich auch ganz wichtige Faktoren und Merkmale, die einen auch sehr belasten. Da merkt man nochmal, dass man doch ein bisschen anders ist und nicht in einer positiven Art und Weise. Und das ist immer eine Phase, da ist das für alle schwierig. Und da wissen wir, werden die Medikamente auch häufig nicht so regelmäßig genommen. Ist es dieses sozusagen oft alleine der Zwang, regelmäßig was zu nehmen, der die gerade die Jugendlichen aufbringt? Und gerade in dieser Phase der Pubertät und der Revolte gegen alles, dann auch Revolte gegen Therapie. Ich wollte eben mich nicht auf eine Therapie oder intensive Therapie konzentrieren. Also manchmal möchte man einfach etwas verdrängen oder redet sich das selbst schön. Naja, auf jeden Fall habe ich das ziemlich schleifen lassen in jungen Jahren. Und die Eisenüberladung war dann irgendwann mal so weit fortgeschritten, dass mehrere Organe schon geschädigt waren, also vor allem das Herz. Wenn sowas einmal für ein paar Jahre ausgesetzt wurde, eine vernünftige Therapie, kann das Konsequenzen für den ganzen Rest des Lebens haben. Es ist wichtig, dass man eine gute Therapie bekommt. Ich finde es auch extrem wichtig, dass man überhaupt versteht, was ist eigentlich eine Thalassämie, warum brauche ich Blut. Ich habe halt früh auch verstanden, dass das sein muss und dass es gut ist, wenn ich diesen stringenten Lebensablauf so einhalte, die Disziplin. Und ich habe auch gemerkt, dass es mir dadurch immer besser ging. Weil eins der Hauptprobleme bei mangelnder Information, Tatsache ist, dass man entweder eine unzureichende Therapie kriegt oder aber Therapie verweigert und viel zu spät merkt, dass man was verpasst hat, weil dann Probleme und Komplikationen eintreten. Und dann ist es eben wirklich hart, wenn man dann sagen lassen muss, naja, wir tun jetzt, was wir können, wir schauen jetzt mal, wie wir das jetzt wieder hinkriegen. Aber es ist wirklich 5 vor 12. Das war dann aber auch gleichzeitig der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich eben dann auch ganz deutlich kapiert habe, es geht jetzt nicht mehr so weiter. Also entweder, falls es noch nicht zu spät ist, werde ich das unter Kontrolle bringen oder es wird mich umbringen. Und ich habe wirklich über Nacht eigentlich mein ganzes Verhalten und meine ganze Beziehung zu meiner Erkrankung
geändert. Also ich werde das auch nie vergessen, dass ich im Krankenhaus lag und irgendwann 3 oder 4 Uhr morgens mit meinen knapp 20 Jahren so vor mich hingeheult habe und irgendwie versucht habe zu verstehen, was jetzt da eigentlich passiert und wie das überhaupt so weit kommen konnte. Und dann musste ich mir schweren Herzens auch eingestehen, ich weiß ganz genau, wie es so weit kommen konnte, weil ich es habe so weit kommen lassen, weil ich eben meine Therapie vernachlässigt habe, weil ich auch nicht auf meine Ärzte hören wollte und weil ich ein paar Fakten einfach nicht einsehen wollte. Die Motivation zu haben, da jeden Tag dran zu denken und das zu nehmen, das geht eigentlich nur, wenn die Patienten und natürlich auch die Eltern vorher verstehen, warum das überhaupt gemacht werden muss und warum es wichtig ist, dass man das jeden Tag nimmt und nicht vielleicht nur 2-mal die Woche. Und dann ist es trotzdem immer noch schwierig in der Pubertät, aber häufig hilft es, dass die dann zur Transfusion in den Ferien mal ihre beste Freundin mitbringen. Oder manchmal machen wir das auch, dass wir in die Klasse gehen, wenn dann in Biologie zum Beispiel irgendwie das Blut behandelt wird oder die Zellen. Was man vielerorts versucht, um Jugendliche besser zu informieren und mitzunehmen auf dem Weg, sozusagen ihre Krankheit anzuerkennen, sich damit auseinanderzusetzen und aktiv dran zu bleiben, die gut zu behandeln, ist zum einen die Frage, geeignete Informationsmaterialien für die zu haben. Das gibt ein bisschen was, aber sicher nicht genug. Auch etwas, was für diese Krankheitsgruppe oder auch für diese Altersgruppe adäquat ist und passt, gerade was elektronische Medien betrifft. Das andere sind Schulungsveranstaltungen, ob tatsächlich im Sinne einer eigentlichen Schulungsformat, wie das zum Beispiel bei diesen Modus-Schulungen oder sowas angeboten wird, oder aber mit gemeinsamen Aktivitäten, Freizeiten oder ähnliches. Das hängt, die Möglichkeiten dazu hängen natürlich ganz stark auch davon ab, wo ein Patient lebt und was so insgesamt, wie viele Patienten es dort gibt, ob es Sachen gibt, die man gemeinsam organisieren kann mit anderen zusammen. Da ist es tatsächlich auch so, dass wir bei uns in unserer Klinik einmal im Jahr immer eine Patientenfreizeit machen für Patienten mit ihren Familien. Das heißt, da kommen die Eltern und auch die nicht betroffenen Geschwister mit. Das ist auch für die nicht betroffenen Geschwister sehr schön, weil die sich mit den anderen auch austauschen können. Und es mischt sich sehr schön und das Verständnis füreinander wächst. Eine chronische Erkrankung betrifft nicht ein Familienmitglied, sondern immer die komplette Familie. Das heißt nun die Eltern, die ziemlich hilflos dastehen, Geschwister, die vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommen, weil man eben das Hauptaugenmerk hat. Alle Eltern haben da meine volle Sympathie und ich verstehe, die wollen ihrem Kind wirklich helfen und überall unterstützen, aber das kann manchmal auch eher sich negativ auswirken. Also dieses Loslösen war wirklich ein ganz hartes Stück Arbeit, auch für mich. Und irgendwie, ich musste mehrmals oder immer wieder mal klar machen, das möchte ich alleine machen oder das kann ich oder ich bin irgendwie eben auch kein rohes Ei, also muss nicht immer wie ein rohes Ei behandelt werden. Und dann kommen viele soziale Probleme dazu. Gerade wenn man einen Tag in der Woche fehlt, man in der Schule. Man hat oft einen, habe ich gesagt, betrifft ja ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund, wo ohnehin oft die Integration und die, sagen wir mal, das Weiterkommen in Schule, Ausbildung, Studium und so weiter wesentlich schwieriger ist oft für die Betroffenen und dann obendrauf mit so einer chronischen Erkrankung natürlich auch noch Probleme geben kann. Ja, also irgendwann habe ich wirklich angefangen, dann sehr offen damit umzugehen und das zu erzählen, weil ich gehofft habe, dass dann das Verständnis größer wird, aber
Das war eher nicht so. So andere pubertierende Jugendliche, die verstehen es halt nicht. Und auch bei den Lehrern war das Verständnis eher gering, um das mal milde auszudrücken. Ich habe 5-mal die 10. Klasse wiederholt. Und ich bin mir auch vollkommen bewusst, dass jetzt vielleicht der eine oder andere denkt, oh je, was ist denn da schiefgelaufen? Lernverweigerer, keinen Bock gehabt oder? Nein, nichts dergleichen. Ich hatte nur ein anderes großes Problem, Thalassämie bezogen. Fehlzeiten. Es ist halt eine schwere Erkrankung und man kann nicht so viel machen wie andere. Aber dadurch, dass ich dann so gut therapiert wurde und auch meine ganzen Termine und die täglichen Dinge, die zu Hause immer gut eingehalten habe, habe ich eigentlich dann wenig Abstriche machen müssen. Also wenn es um mein eigenes jüngeres Selbst gehen würde, würde ich sagen, alles wird gut. Man denkt manchmal, es geht wieder von vorne los und manchmal will man wortwörtlich nicht aus dem Bett. Aber dieses Aktivsein hat mir wirklich sehr viel gebracht und ich würde eben meinen jüngeren Ich oder überhaupt einen jüngeren Patienten heute sagen, nicht warten, nicht abwarten, auch nicht alles Ärzten und Mama und Papa überlassen oder keine Ahnung. Versuchen, selbst aktiv zu werden. Nicht so viel mit anderen vergleichen, sondern sich selbst wertschätzen und gern haben und für sich sorgen. So, das war's wieder von uns. Ich hoffe, ihr fandet das Video hilfreich und klickt doch gerne auf Abonnieren, damit ihr von uns nichts mehr verpasst.